Hallo, mein Name ist Bracket und ich möchte mit euch ein Spiel von 1991 spielen, nämlich Mad TV. Mad TV ist eine Wirtschaftssimulation von einer Firma namens Rainbow Arts, die es heute leider nicht mehr gibt. Aber dafür ist das Spiel seit 2001 Freeware und jeder kann es sich herunterladen. Deswegen werde ich auch einen Link in die Beschreibung tun und da könnt ihr das selbst auch spielen, wenn ihr wollt, falls euch das gefällt. Mir gefällt es super. Es hat sogar ein eigenes Intro und es ist nicht nur eine Wirtschaftssimulation, sondern auch relativ lustig dabei. Und im Zentrum der Geschichte steht natürlich die Liebe. Aha, das ist der Spielcharakter, den wir da gerade sehen. Der schaut Fernsehen, wahrscheinlich halb professionell, so wie er da sitzt, und er erblickt Betty Butterblum. Und da ist es vorbei mit ihm. Es ist um ihn geschehen. Ich kann es gar nicht ausdrücken, wie verliebt er ist. Die Herzen tun das ja schon für mich. Ich habe in meiner Hintergrundgeschichte für den Charakter gedacht, der ist nebenberuflich, tritt er im Supertalent auf und bei Wetten das, dann wettet so Sachen wie Wetten, dass ich mehr Golfbälle in meine Nase stecken kann, als in einen Fiat Panda Kofferraum passen oder sowas. Aber egal, auf jeden Fall. Er geht zu Matt TV, wo gerade ein Job frei wird, um Betty Butterblum kennenzulernen. Wird leider allerdings von einem oder von diesem Kerl hier, Mr. Raffer heißt er, oder Herr Raffer wahrscheinlich dann, wird er abgefangen im Aufzug. Der hat gerade seinen Vorgänger aus dem Fenster geworfen. Und so bekommen wir den Job als Programmdirektor im Fernsehsender Mad TV. Und wir denken uns wahrscheinlich, okay, warum nicht? Wir können ja mit der Betty dann immer noch reden, wenn wir sie eine Weile beobachtet haben. Es ist leicht stalkerisch, das Ganze, aber als Hollywood-Romanze würde es natürlich immer noch funktionieren. Es ist ja meistens so ein bisschen eigenartig. Und das Intro würde jetzt in der Endlosschleife laufen. Nicht, dass es schlecht ist oder so, aber sobald das fertig ist, müssen wir ja unsere Fernsehstation aussuchen. Ich habe es schon vorweggenommen. Wir werden Mad TV nehmen. Okay, da wiederholt sich's. Und nicht eine der anderen beiden. Es gibt noch Sun TV und Fun TV von Brian und Churchill hier. Aber wir nehmen Mad TV und anstelle von Archie nehmen wir hier natürlich Bracket. Enter, genau. Ich kann leider Mad TV den Namen nicht ändern, aber wer will das schon? Wer will das schon? Das ist das normale Spielinterface auch hier unten im unteren Bereich. Da ist der Fernseher mit den drei Programmen. Da können wir gucken, wie viel Einschaltquote jeder hat. In der Mitte hier ist unser Geld. Hier sind die Einschaltquoten stehen hier später. Da steht dann sowas wie 5 Millionen Zuschauer. Das Herz hier unten ist sehr wichtig für die Betty, weil Romanze steht im Zentrum dieser Wirtschaftssimulation. Wir gewinnen das Spiel nicht, wenn wir ultrareich sind, nicht, wenn wir die gesamte Weltbevölkerung oder die amerikanische Bevölkerung unter unserer Kontrolle haben durch das Fernsehen, was wir zeigen. Nein, wir gewinnen es, wenn wir bei der Betty uns genug eingeschleimt haben und dieser Herzbalken sich hier füllt oder wenn der voll ist, dann haben wir gewonnen. Dann können wir sie entführen und müssen nie wieder zur Arbeit. Hier unten ist noch eine Uhr. Da steht dann, Moment, Start noch drin. Der Tag startet immer um 17 Uhr, endet um 1. Dann verlassen wir auch das Gebäude. Alle diese Fernsehstudios sind im gleichen Gebäude. Wir begegnen also auch Brian und Churchill und wir werden um den Aufzug hart kämpfen müssen, wahrscheinlich, weil es gibt nur einen Aufzug und die benutzen den auch. Hier unten rechts ist noch ein weiterer Fernsehbildschirm sozusagen. Da ist quasi unsere, ja. Unsere Zuschauer können wir da sehen. Zumindest die Bevölkerungsanteile. Das ist ein alter Mann oder ein kleines Mädchen, wenn man einen Comicfilm zeigen, also Cartoon oder so, oder eine alte Frau oder spät nachts. Gucken halt ein kleines Mädchen nicht mehr. Ist auch egal. Sehen wir dann. Ein neues Spiel. Normal ist wahrscheinlich okay. Hoffe ich mal. Wenn nicht, dann nicht. Und das ist die Spielgrafik. Wie gesagt, wir sind alle im gleichen Wolkenkratzer mit den beiden anderen. Und jeden Morgen gehen wir zuerst zu unserem Chef. Mit morgen meine ich 17 Uhr. Willkommen bei Mad TV. Viel Erfolg. Worauf warten Sie noch? Genau. Ich muss mich beeilen. Ich will den Aufzug noch erwischen und als allererster das Herzblut meines Fernsehsenders, ja, finden, sozusagen. Und das ist nicht Nacktheit und auch nicht Gewalt. Das wäre, wenn wir PTV wären. Nein, wir sind ein werbefinanzierter Fernsehsender. Deswegen brauchen wir Werbeverträge. Und ich will als erster hier sein, damit ich zuerst die beste Werbung bekomme. Mal gucken. Es gibt immer eine Prämie, eine Strafe, wenn man die nicht erfüllt, den Vertrag und was man halt machen muss, wie viele Zuschauer man braucht, ja, wie oft man den Spot zeigen muss,
Und der Spot, den ich hier wollte, der ist gar nicht da. Das ist schon mal sehr schade. Sehr schade. Ich wollte Logical haben eigentlich, daran erinnere ich mich noch. Mal gucken, Soft Shop geht wohl auch noch. Das wären 15.000 pro Spot. Bei relativ geringer Einschaltquote. Das sind 20.000 pro Spot. Ich gehe nochmal raus und wieder rein. Ich muss mich mal langsam beeilen. Logical, das nehmen wir. Damit ist der Tag schon mal... Also das ist schon mal gut. Ich muss jetzt nämlich noch schnell zu meinem Nachrichtenstudio. Schnell, schnell, schnell. News Mad TV. Eine Stunde Sendezeit auf Mad TV, Fun TV oder Sun TV besteht immer aus 5 Minuten Nachrichten, gefolgt von 50 Minuten, was auch immer man zeigen will. Und dann 5 Minuten Werbung. Deswegen brauchen wir Werbung. Die Republikaner wollen die Atomgenehmigungspraxis lockern, okay. Und Irak erhebt Besitzansprüche auf Kuwait. Das machen sie heutzutage nicht mehr. Wie gesagt, 91. Später kann man noch mehr Nachrichten dazu kaufen, noch mehr Arten von Nachrichten, sage ich jetzt mal. Da gibt es noch Showbusiness-Nachrichten. Und hier stelle ich direkt mal langsamer die Geschwindigkeit, denn ich habe zu schnell geklickt, ja. Hier kommt der dreidimensionale Mensch, Herbert Marbuse über Computer und Mensch im Zeitalter des elektrischen Eierkochers. Das ist was, ihr seht an den Balken, das ist was für die Betty. Die Betty würde diesen Film lieben und da kriegen wir ein bisschen in unserem Herzbalken gefüllt. Ist im Moment noch nicht mein Hauptziel. Genauso wie die demoskopische Entropie des Barock. Das ist so ein vielschichtiges und kompliziertes Thema, dass es kaum zu verstehen ist. Hätte ich nie gedacht bei diesem Titel. Das klang eher was so für Amateure. Hier ist Bettys Sendung, Kultur heute. Betty Botterblom erzählt exklusiv von den neuesten kulturellen Errungenschaften. Bla bla bla. Das werde ich leider zeigen müssen, weil die Betty wird sonst, ja... Die schreibt mir sonst einen Brief und da kann ich nicht mit umgehen, wenn die mir einen Brief schreibt, wo sie schreibt, du hast meine Sendung so lange nicht gezeigt, ich mag dich nicht mehr. Und da ist schon unser erster Zuschauer, ein Punk. Okay, er guckt sehr, sehr ärgerlich. Wir haben 10% Einschaltquote von unseren 5 Millionen, die wir erreichen können. Die anderen haben nur 7 und 5, das heißt, wir kriegen einen Imagepunkt. Die sieht man hier. Ja, nicht ganz. Aber hier sieht man, wer einen Imagepunkt bekommt. Pfeil hoch bedeutet, man bekommt einen. Kein Pfeil bedeutet, nichts ist passiert. Und Pfeil runter. Also hier ist kein Pfeil und hier ist ein Pfeil runter. Bedeutet, der verliert einen. Und wir haben 35%, die anderen haben jetzt weniger. Sehr schön. Wenn man da zu tief fällt, dann ist man zu unbeliebt. Und der Chef schmeißt einen aus dem Fenster. Außerdem, je mehr Imagepunkte man hat, desto mehr kann man auch die Betty beeindrucken. Also bevor ich nicht 100% Image habe, kann ich überhaupt... noch nichts mit der Betty machen. Ich muss zuerst der beste Fernsehsender aller Zeiten sein. Oder der Programmmanager des allerbesten Fernsehsenders aller Zeiten. Und hier ist das die Filmagentur. Hier kauft man Filme. Sowas wie Der letzte Kaiser. Meine Güte. 4 Stunden lang und so teuer. Das kann man vielleicht mal mitnehmen. Das ist sehr billig. Am Anfang geht es eher darum, ob es billig ist. Dr. Zhivago. Einer der Monumentalfilme der Filmgeschichte. Ja. Ich habe ihn nie wirklich selbst gesehen. Ich nehme an, ich würde mich langweilen nach der Hälfte. Die Vögel. Hitchcock. Okay. Der dritte Mann. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir haben jeden Tag 7 Stunden zu füllen. 2 Stunden habe ich jetzt mit Serien gefüllt. Das heißt, wenn ich jetzt den Dr. Zhivago zeige, ja, dann habe ich noch eine Stunde frei. Da könnte ich zum Beispiel Kultur heute zeigen. Und dann morgen mit sowas wie die Vögel anfangen. Der dritte Mann könnte auch gut sein. Hier ist ein Beispiel. Dress to Kill. Ein FSK 18 Film. Das heißt aber nicht, dass der erst ab 22 oder 23 Uhr gezeigt werden darf. Hier in Mad TV zeigen wir die ab 9 Uhr abends. Muss man aber dran denken, sonst verliert man Image und eventuell wird er auch konfisziert. Phase 4. Mysteriöse Killerameisen. Ich weiß nicht. Es ist sehr gut, dass ich die Geschwindigkeit so reduziert habe. Denn ich bin mir wirklich nicht sicher, was ich kaufen soll. So, und jetzt wird unsere erste Werbung hier gezeigt. Logical. Einer von 5 Spots. Und okay steht da. Weil ich die benötigte Einschaltquote habe.
Fun TV hat noch keine Werbung, Sun TV auch noch nicht, okay. Und Computergegner versagen schon am ersten Tag. Das wäre schön, ja. Aber, wird wohl nicht so sein. Wohnen am Atomkraftwerk, das ist sogar was, das gucken die Leute. Immer weniger Menschen wollen auf die Vorteile eines modernen Reaktors verzichten, okay. Ja, Unternehmen Petticoat, 20.000 für eine Komödie, von der ich sogar schon mal gehört habe. Warum nicht? Okay, ich habe kein Geld mehr. Wir wissen alle, wenn man kein Geld hat, muss man Geld ausgeben. Ja, das ist eine dieser ökonomischen Grundregeln. Du hast kein Geld, dann musst du mehr Geld ausgeben. Dann gehen wir doch nochmal zum Büro. Und ich glaube, ich mache das auch. Ich bringe jetzt den Dr. Chivago. Ich weiß, der kann mehr Einschaltquote erreichen an einem, ja, an einem Tag, wo ich vielleicht tatsächlich mal mehr als 5 Millionen Zuschauer erreichen kann. Ich zeige euch mal direkt die Sendekarte. Hier hinten im Hintergrund ist eine Landkarte. Da ist mein Sender. Der erreicht 5 Millionen Leute. Ich kann hier noch welche dazu kaufen. Je roter das Gebiet, desto mehr Leute wohnen da, desto teurer werden die aber auch. Und die anderen beiden, die haben schon zwei hier. Und da kann man auch so ein lustiges grafischen Effekt drüberlegen. Die haben schon zwei Sender. Ich kaufe mir den erst morgen früh. Ja, ich sehe einfach noch nicht den Grund dafür. Ich habe heute Logical zu zeigen. Logical ist gut. Das bringt 125.000 Prämie für 5 Spots. Das macht 25.000 pro Spot. Für 0,25 Millionen Einschaltquote, was nichts ist. Und es bringt richtig viel Geld. Die anderen haben ja hier auch. Mal gucken. Okay, der hat das Fenster zum Hof gekauft. Okay, der hat schon über 1 Million Einschaltquote. Aber der bringt das Dritte Reich. Naja. Was soll's. Hier unten dann den Bike Shop vermutlich. Und hier Doggy. Doggy. Verwöhnen Sie Ihr Hündchen mit Doggy. Ja. Und das ist Logical. Oh, das ist wieder der Super Arcade-Spaß von Rainbow Arts. Da machen sie Werbung für sich selbst. Das ist nicht schlecht. So, dann habe ich ja hier noch so Kultur heute. Die Betty will, dass ich das sende, sonst kriege ich einen bösen Brief. Ich könnte versuchen, hier sowas zu senden, die demoskopische Entropie des Barock, aber ich... Doggy fertig machen diesen Tag. Weil ich weiß genau, Bettys bringt null Einschaltquote. Null. 0,0. Da guckt niemand zu. Es ist ein wahres Wunder, dass ich das gesehen habe. Deswegen ist wahrscheinlich mein Charakter auch ein halbprofessioneller Fernsehgucker, weil normale Leute sehen das nicht. Was machen wir morgen? Ich habe gekauft. Krimis, ja. Ich weiß noch nicht so. Der dritte Mann, den könnte man einfach mal zeigen. Krimis laufen am Vorabend relativ gut. Das sage ich jetzt einfach so. Kann stimmen, muss aber nicht. Jetzt habe ich noch 4 Spots da unten frei. Was haben wir noch gekauft? Einen Science Fiction, Phase 4. Okay, warum nicht? Über mysteriöse Killerameisen. Ja, wie schon gesagt, das ist Killerameisen, da kann man nicht viel falsch machen. Das ist gut. Das Unternehmen Petticoat, das wäre eher sowas für, nicht für die Nacht auf jeden Fall, das ist ja eine Komödie. Da müssen wir nochmal gucken. Ich habe natürlich noch die Vögel, aber die Vögel würde ich dann gerne wahrscheinlich übermorgen zeigen. Oh, ich sehe. Die Einschaltquote ist nicht so berauschend von Dr. Chivago. Aber für Logical wird es reichen, das bringt dann 125.000 Prämie, das bringt uns über die Nacht wenigstens das Geld. Ich könnte natürlich auch nochmal hier die Serie zeigen, da Terra XY, die ist sowieso nicht so toll, also da verschwende ich auch nichts mit. Vielleicht habe ich aber auch morgen nochmal genug Geld für einen FSK 18 Film, den zeige ich dann. Und übermorgen werden dann die Vögel dran, im Vorabendprogramm. Ich sage jetzt einfach zu 18 Uhr Vorabend und dann vielleicht Unternehmen Petticoat. Ja. Der dritte Mann. Mal gucken, vielleicht kriegt er ja morgen schon ordentlich Einschaltquote. Geschwindigkeit habe ich hochgestellt, sehr gut. Hier, dann sage ich nochmal mehr zu dem Menü wahrscheinlich. Also hier oben Option, Werbung, Filme, dieses lustige Statistikmenü, mal sehen. Der hat die letzten 3 Stunden geholt mit dem Fenster zum Hof. Das hat ordentlich Einschaltquote, das ist, und der verliert nur.
Da kann man dann später noch Wochenansichten machen. Ist aber alles nicht so fürchterlich interessant. Hier ist, was auch immer ich ausgegeben habe heute schon. Ich habe heute schon eine ganze Menge ausgegeben. Zinsen, ja. Mein Geld hat mir 200.000 Dollar geliehen. Das sieht man hier. Und der will jeden Tag 5% davon wiederhaben. Also nicht wiederhaben als Zinsen. Also der ist ein richtiger Kredithai, mein Chef. Das ist eigentlich ein Unding, ist das. Ich meine, normalerweise nehmen die so vielleicht 2% pro Woche, wenn du es illegal irgendwo dir holst. Aber egal. Ich besuche Betty. Darum sind wir hier. Die wohnt ganz oben. Die hat den schönen Ausblick. Die fällt am weitesten. Aber die wird ja auch nicht gefeuert. Mal sehen, was sie zu sagen hat. Hier sieht man, der Preis für kulturelles Engagement wird vergeben demnächst. Ich ignoriere das. Komplett. Hallo Bracket, könntest du nicht bitte vorher anklopfen, damit ich mich geistig auf deine widerwärtige Gegenwart einstellen kann? Okay. Nett, dich kennenzulernen, Betty. Die mag mich noch nicht. Also, ja, der Balken ist doch komplett leer. Aber so unfreundlich zu sein, zu jemandem, den sie noch nie gesehen hat, da gehe ich doch einfach mal in die Friedensliga. Die Friedensliga, das klingt nach einem Ort, wo ich mich ausheulen kann. Ja, ah, hallo. Es sieht sehr, sehr friedlich aus hier. Kann ich hier nichts anklicken? Anscheinend nicht. Aber sieht sehr, sehr, sehr friedlich aus. Einfach weitermachen, was auch immer der gerade macht. Ja. Die anderen Mitspieler haben auch ihre eigenen Gebäude, ihre eigenen Räume, meine ich. Genau wie meine. Man könnte auch jemand anderen spielen. Mache ich aber nicht. Weil Rot so schön aggressiv ist. Ja, immer Rot. Roter Schlips und alles. Also Rot ist aggressiv. Okay, ein Zantivi will anscheinend diesen Kultursemi wirklich gewinnen. Die zeigen Kultur. Deswegen verlieren sie auch den ganzen Tag schon Einschaltquote. Und ich hätte vielleicht Dr. Chivago nicht kaufen sollen. Aber Logical ist durchgelaufen. Logical ist durchgelaufen. Ich will warten. Mit weiteren Ausgaben erstmal bis morgen. Denn über Nacht kriege ich, muss ich meine Gebühren bezahlen für meinen Sender, also meinen Fernsehturm und morgen meinen Chef. Und ich will ja morgen noch Nachrichten machen. Deswegen kaufe ich jetzt keine Filme. Ich warte lieber bis morgen. Und ich werde auch die Nachrichten nicht ignorieren oder so. Man kann das machen, das bringt später. Voll, aber im Moment ist es mir egal. Ich brauche nur 0,25 Millionen Zuschauer. Und die kriege ich. Hier, du da unten, du strickende Frau, du bist meine 0,25 Millionen Zuschauer. Vielen Dank dafür. Wie lieb von dir und so weiter und so fort. Tu mal hier nochmal die Serien hin, warum auch nicht. Das Leben der Aborigines und die griechische Mythologie. Alles in einer Stunde. Das ist anstrengend anscheinend. Ich hoffe dann, wenn ich morgen hier bin, kann ich mir einen neuen Sender kaufen, weil ich vielleicht noch über 100.000 habe. Ich hoffe, ich habe noch über 100.000. Dann habe ich direkt 4 Millionen mehr Zuschauer und kann hier oben noch Werbung für mehr als 1 Million einstellen. Und da sieht man es. Kultur heute guckt keine Sau. Niemand, niemand. Ich glaube, da sitzt sonst immer irgendwer. Aber hier, zum Glück hat Santi hier einen Sendeausfall. Deswegen verlieren wir keinen Imagepunkt. Weil wir beide totale, ja, nichts senden. Im Prinzip. So. Ich werde die Geschwindigkeit auch runterstellen. Nochmal. Einfach aus dem Grund, dass ich. Morgen früh, ja, morgen früh um 17 Uhr. Guten Morgen, liebe Studenten. Ich will morgen früh möglichst viel Zeit haben, noch Sachen zu machen, Werbung zu kaufen. Ich kann noch mal in mein Filmarchiv hier hinten gehen, da waren wir noch nicht drin. Da ist ein netter junger Mann hier, mit Wanted-Poster im Hintergrund. Weiß nicht, was der macht. Der ist wahrscheinlich in seiner Freizeit irgendwie ein Bail-Bondsman oder sowas. Und kann Dr. Chivago, das ist jetzt hier. Ah, okay. Der ist jetzt unten, der Balken aktuell ist komplett leer und das wird eine Weile dauern, bis er sich wieder auffüllt. Und der hat auch jetzt, kostet jetzt weniger. Also der Preis ist jetzt geringer und das ist der Preis, den ich jetzt bekomme, wenn ich verkaufe. Na, jetzt habe ich das Gebäude, den Raum verlassen. Das lohnt sich im Moment noch nicht für mich, da zu warten, bis das wieder voll ist. Ich werde ihn einfach dann verkaufen, damit ich mir mehr Filme kaufen kann davon, von dem Geld. Am nächsten Tag.
Kultur heute verschwindet auch, wenn man es zeigt. Das ist jetzt schon nicht mehr hier. Das ist dann weg. Das muss man sich jetzt wieder kaufen in der Filmagentur. Das gibt es bei den speziellen Filmen, wo ich noch nicht hingeguckt habe heute. Wo ich auch noch lange nicht hingucken will, weil die kosten, mit Ausnahme von Kultur heute, alle richtig viel Kohle. Ich hoffe, ich kann den noch verkaufen, bevor der Tag endet, weil um Punkt 1 Uhr werden wir hier wirklich rausgeworfen. Ich gehe schon mal zum Aufzug, weil dieser Tag ist vorbei. Ja, Brian, du brauchst gar nicht dahin zu gehen. Der Tag ist vorbei. Ja, ich konnte nichts mal mehr was auswählen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sehe euch dann morgen. Bye, bye.